So, meine Damen und Herren, willkommen, überwiegend Herren, willkommen mal wieder bei einer lustigen Runde von Gäste irgendwas. Und diesmal gucken wir, was für Markenopfer wir sind und gucken, wie viele Logos wir erraten können. Ja, wieder mal The Quiz Channel, um es mal ganz kurz zu appreciaten, also wertzuschätzen, anzuerkennen. Ich hasse Anglizismen. Schaut vorbei, abonniert, keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Guckt euch die Videos hier an, wie ich darauf reacte. Viel besser. So. Ja, und los geht's. Das ist Subway. Und Subway übrigens für mich die beste Fastfood-Kette von allen. Also viel geiler als McDonald's, Burger King, als KFC ist Subway das Beste. So, ja, FBI? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir natürlich wieder vorher nicht angeschaut. Und boah, bin ich gut. Hab ich viele Serien gesehen, ne? Und es wäre ja auch lame gewesen, ich habe mir nichts angeschaut. Ja, das kennen wir natürlich alle, oder? Zoom. Alle während der Pandemie kennen und lieben gelernt. Hätte man mal vor der Corona-Pandemie Zoom-Aktien. Wobei, die haben doch erst mit Aktien angefangen während der Pandemie. Naja, ist das Pringles? Ne, das ist nicht Pringles. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Budweiser. Ja, sorry, aber ich kann auch amerikanisches Bier nicht ernst nehmen, oder? Echt nicht, ich bin aus Deutschland. Oh, was ist denn das? Amazon Prime, oder? Ja, das ist Netflix. Ja. Habt ihr eigentlich diese Serie über Jeffrey Dahmer gesehen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Einfach nur so aus Interesse. Ohne es irgendwie gewertet zu haben. Ja, Michelin. Das Michelin-Männchen. Boah, ich hätte mir was zu trinken in den Wand stellen sollen. Ich habe gerade echt Durst. Aber das halte ich ja noch durch, diese 11 Minuten. Boah, das kenne ich. Das kenne ich, aber jetzt komme ich nicht drauf. Das kenne ich. Das. Ach, natürlich, aber Bacardi, natürlich. Aber habe ich noch nie getrunken. Ich trinke keinen Alkohol. Das ich, nee, auf gar keinen Fall. Reisegruppe Suff trinkt keinen Alkohol. National Geographic. Und also wir hatten ja bisher Bacardi, Budweiser und ganz kurz, ich muss mir das mal. Ne, nur die beiden. Also wir sind jetzt bei zwei. Ich zähle mal wieder mit, wie viele ich nicht geschafft habe. So, ich bin so lustig, wie mein. Was ist denn das? Warte mal, warte mal, warte mal. Ist das nicht irgendeine Airline? Panam oder so? Nee, American Airlines, ich weiß es nicht. Ah, British Airways. Oh Mann. Ja, ist halt falsch. Ich würde gerne einen halben Punkt dafür abgezogen bekommen, aber machen wir den ganzen. Sind wir bei drei. Gut, das ist Vodafone. Also Vodafone. Boah, Leute, ihr müsst mich mal ganz kurz. Das ist jetzt übel räudig, das wäre eine Video zu machen. Ich muss mir ganz kurz was trinken. Tut mir echt leid und so. Aber es geht gerade nicht. So. Es sei mir bitte verziehen. Weiter geht's. Ich würde sie auch rausschneiden, aber ich schneide die einfach grundsätzlich nicht. Das ist die UNO, also Vereinigte Nationen, United Nations. Vereinte Nationen, nicht Vereinigte Nationen. So, wir sind immer noch bei 3. Das ist mikroweich. Wo eigentlich müsste ich mal einfach, das mache ich jetzt, oder? Ich übersetze einfach alle angelsächsischen Unternehmensnamen ins Deutsche so richtig stumpf. Das machen wir jetzt. Feiert wahrscheinlich keiner, aber egal. Okay. Es ist Dunkin' Donuts, aber wie übersetze ich Dunkin'? Rein Tunk. Nee, also Dunkin' ist ja so basketballmäßig. Also rein Tunken Do Donuts. Tun Nüsse. Stehe du und. Ach Gott, ich lasse das. Findet ihr keiner witzig. So. Alter, was ist denn das? Keine Ahnung. Also ich kenne wahrscheinlich die Marke, aber. Pff. Okay. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Motorradfan. Also, ich habe mal darüber nachgedacht, einen Motorradführerschein zu machen, aber. So, dann haben wir jetzt vier Fall oder hatten wir davor irgendwas? Ja, vier haben wir jetzt. Aber mit dem fünf, weil ich habe keine Ahnung. Penguin Books? Okay, habe ich noch nie gehört. Das ist safe irgendwas US-amerikanisches. Ist das Königsegg? Das ist, glaube ich, nicht Königsegg. Aber
Google Books muss ich kurz nachgoogeln. Ein Verlag. Boah. Keine Ahnung. Das ist, also Königsegg würde ich noch am ehesten sagen, aber ich habe keine Ahnung. Corona! Leute, als ob ich da auf das Logo gucke. Ich gucke mir die Limette oben an und denke mir, oh geil, habe ich da jetzt Bock drauf. Boah, Mann. Sechs glaube ich jetzt schon. Das ist Skoda. Und ich höre jetzt auf zu trinken. Das kann ich auch im Nachvideo machen. Das ist schon so unhöflich. Wie mein Gesicht immer so grün wird dann, ne? Och Mann, was ist denn das? Ist das nicht irgend so eine. So eine, ist irgendwas mit Essen, glaube ich. Irgendwas mit. Also, oder irgendwas mit Milch oder so. Oder vielleicht liege ich komplett falsch. Aber ich kann es euch nicht sagen. Das ist doch nicht das Nestle-Logo. Oh Mann, ey. Oh, ich kenn halt nur dieses geschriebene Nestle-Logo. Ich wusste, dass es mit Essen ist. Also, dass dieses Deep Brainwashing hat irgendwie funktioniert, ne? Monster. Und ich glaube, wir haben jetzt sieben falsch. Das ist eigentlich so schlecht, das muss ich gar nicht nachzählen. Ja, sorry, ich muss hier gleichzeitig und ne, also schon nicht so einfach. So. Ah, Beats. Ich habe auch Beats-Kopfhörer. Die sind gut. Aber im Preis-Leistungs-Verhältnis sind die eigentlich echt kacke. Deshalb, ich würde mir mittlerweile keine mehr kaufen. Aber es ist halt cool, ne? Ist halt super cool. Oh, weiß ich nicht. Du Röhre. Ja. God bless YouTube. Immer noch die beste Plattform auch im Internet für alles. Vor allem, weil es der Reisegruppe Suff gibt, natürlich. das ist Shell. Wobei ich mich gerade frage, ob das immer noch deren Logo ist oder haben die mittlerweile ein anderes. Ich weiß es nicht. So, weiter geht's. Bruder. Das sieht aus wie eine Biermarke. Aber frag mich nicht welche. Wenn das wieder eine US-amerikanische Biermarke ist, bin ich eh raus. Belgisch. Okay. Hätte ich wissen können, aber ich trinke immer nur mein tolles regionales Bier hier, ne? Dann kennt man das nicht. So, Mercedes. Wer das nicht weiß, ist aber auch irgendwie weltfremd. Oder Mercedes-Benz. Ja, klar. Okay, also bei Automarken bin ich eh immer. Hatten wir, glaube ich, sogar ein extra Video zu, ne? Digga, was ist denn das? Ach komm. Ja, ich als treuer Formel-1-Fahrer kann das eh nicht ernst nehmen, wie die da im Kreis rumfahren. Also die fahren wirklich im Kreis rum. Digga, was ist denn? Das ist. Ja, es war vielleicht eine scheiß Video-Idee. Also hätte man vielleicht machen können okay, ich sag's nicht, weil ich wollte gerade wieder auf den Amerikanern rumreiten. Martin, die kenne ich natürlich, aber ich komme nicht drauf. Okay, ich bin einfach dumm. Das ist es. So, die Marke kenne ich. Die Marke kenne ich. New Yorker? Wegen. Ist doch New Yorker, oder? Ja, die New York Yankees. Ey, Mann, Baseball. Jetzt kann ich doch wieder auf den Amerikanern rumreiten. Das ist Disney Plus. Disney Plus. So, aber boah, irgendwelche NASCAR, Baseball, weiß ich nicht, American Football, keine Ahnung. So, das ist offensichtlich Lamborghini. Aber dass ich Corona nicht wusste, Martini und die andere Alkoholmarke, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, ich habe echt Demenz manchmal. Was war das? Ah, das war Nesca. Ja, das belgische Bier. Okay, das ist noch, das kann man noch. Aber Martini und Corona hätte ich eigentlich wissen können. Dann kommt sowas. So, Insta. Was eigentlich, glaube ich, weiß nicht, wer das nicht weiß. Wenn wir auf der einen Seite haben wir Insta drauf, dann haben wir irgendein belgisches Bier. Naja, gut. Und PayPal. Ja. Gut, das kenne ich dann natürlich. Boah, also, weiß nicht, auf der einen Seite kennt man natürlich auch vieles aus den USA, auf der anderen Seite gibt es auch so Dinge, die man halt nur in den USA kennt oder konsumiert. Und dann ist es wieder was an. Boah, Digga. Lami? Ist wahrscheinlich nicht Lami, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist nicht Lami. Ah, die!
Ja, aber als ob ich mir da jemals dieses kleine Männchen angeguckt habe auf dem Stift. Ja, Pizza Hut. Pizza Hut. Das ist ja auch wieder gut, dann kennt man es natürlich auch wieder. Man muss auch, muss auch sagen, die meisten Marken, also die meisten weltbekannten Marken kommen halt aus den USA, fairerweise muss man das dazu sagen. Keine Ahnung, Bruder, ich habe keine Ahnung. BlackBerry, ja, ich war gefühlt nicht mal geboren, als BlackBerry in war. Also, Teufel, oder? Boah, bitte lass es jetzt. Dicker, was? Bin ich gerade irgendwie... Ja, okay, das ist schon jetzt nicht die größte, aber ich weiß leider nicht, was Target ist. Das kann man ja vielleicht auch mal wieder, Walmart kenne ich noch, aber der zweitgrößte Einzelhändler der USA, come on. Ich war ja auch nie in dem Land, keine Ahnung. Das kenne ich doch. 7-Up? Nee. Doch. Wahrscheinlich 7-Up. Ich zweifle gerade, ob ich das jemals hochladen soll. Das ist ja peinlich. Aber, wie kam ich denn auf 7-Up? Was ist denn los mit mir? Oh Mann. Es wird nicht besser, Leute. Es wird nicht besser. Eigentlich was Deutsches. Toll, Lufthansa. Ja. Aber The Rolling Stones, okay, man muss auch mal, also ich bin, ich muss mich hier mal ganz kurz verteidigen. The Rolling Stones, 62 gegründet, Aufnahme 89. Ich weiß nicht, haben die sich jemals aufgelöst? Haben sie nicht. Allerdings, 62 gegründet, ich bin 98 geboren. Das ist wie mit Filmklassikern aus den 80ern. Ja, das sind gute Filme und den müsste man eigentlich kennen, aber da war ich doch nicht mal geboren. Wie soll ich das wissen? Naja, gut, Rolling Stones kann man vielleicht schon kennen, I guess. Ich weiß es nicht. So, ja, FC Barcelona. Ich würde auch gerne mal als Kontrast einen US-Amerikaner dieses Quiz so sehen, tun, machen, ne? Also das wäre auch mal interessant dann, wie viel die so hinbekommen würden. Costa Kaffee? Bitte, bitte lass mich einmal nicht blamieren hier. Ah, danke. Vielen Dank. Danke. Wir haben jetzt noch 11 übrig. Also ich bin. Tag heuer. Das kenne ich dann natürlich als Formel 1-Fan. Oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Tag heuer. Nein. Das ist nicht Lacoste. Ich weiß es nicht. Crocs. Okay, da habe ich. Jeder kennt ihr. Wenn mir diesen Schuh jemand gezeigt hätte, hätte ich direkt gesagt Crocs, aber ich hätte nie auf dieses Logo geachtet. Tut mir leid. Das ist Huawei. Die chinesischen 5G-Ausspionierer. Nee, keine Ahnung. Bisschen Verschwörungstheorie muss hier auch ein bisschen reingestreut werden. Wobei, das ist ja irgendwie ein kompliziertes Thema. Egal. Das ist die UEFA oder ist es Champions League, ne? Champions League. Ist nicht UEFA. Ja, Champions League. Okay, ist doch nicht so. Aber ich hätte gern Aldi in dem Ding hier gesehen. Ja, das kenne ich, aber ich hätte dänisches Bettenlager. Keine Ahnung. Nee, also irgendwas auch mit, warte mal. Blockbuster? Was ist denn Blockbuster? Keine Ahnung, ist irgendwas, ich guck's gar nicht erst nach. So, das müsste Turkish Airways oder Turkish Airlines sein, oder? Ja. Da gibt's auch viel Werbung zu denen überall. Das ist Swarovski. Das müsste, bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass das Swarovski ist. Jawohl. Sehr, sehr schöne Geschenk für eure Freundin übrigens. Das ist jetzt auch ein Selbstläufer, ne? WhatsApp. Also ich finde, am Ende reise ich jetzt doch ganz gut, ne? Das heißt, man kann es halt dann vielleicht doch hochladen.
vielleicht dann doch nicht so peinlich. Rolling Stones war schon grenzwertig, aber. Inc., also ING DiBa. Ja, da habe ich nämlich auch mein Bankkonto. Also, ja, kenne ich dann dementsprechend. Da hätte ich auch so gekannt, das ist eine Bank aus Frankfurt. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt, also. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, sorry, das kann ich mir einfach nicht leisten als Student, ne? Das bin ich raus. So, das kenne ich. Ist das Maserati? Ich glaube, es ist nicht Maserati. Digga. Okay, also mal abgesehen von den Rolling Stones und den ganzen, ja, ich, also sehr, sehr US-lastigen Dingern, weil ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, aber es war okay, würde ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, ne? Und bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch.